Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Retro Blind. Ihr seid dabei, es ist Sonntag, es schneit, zumindest in Hogwarts. Und wir werden mal gucken, ob wir alles zusammen haben, um die Quest hier fortzuführen. Bremsen. So, hier ist mehr Platz, auch wenn ich da nicht hingeflogen bin. Seidenschnabel suchen. Los. Warum? Haben wir nicht alles? Ich glaube, die da hinten müssen wir in der Tat... Ich weiß nicht, also da sind wir ja in der letzten Folge einmal vorbeigeflogen. Ich weiß nicht, ob es das ist. Kommen die mit hinterher? Ja, Hermine hat es jetzt auch verstanden. Ich glaube, die müssen wir in der Tat, gegen die müssen wir kämpfen. Sind das nicht Blitzpurfe da unter den Büschen? Wie kriegen wir die da raus? Weiß nicht, ob wir die anleuchten wollen. Tut er denn dann was? Oder kann man ihn dann bekämpfen? Wo könnten wir Feuersamen finden? Ach, Moment mal, wir können theoretisch. Können wir die jetzt einfrieren? Machen wir das anders? Wir brauchen Kitzpurfelpanzer. Also vielleicht können wir die verfüttern. Okay, machen wir das anders. So. Und jetzt kommt hier... Genau. Und die können wir jetzt einsammeln, ne? Ja. Sehr cool. Ah, schon cool gemacht, ne? Mein Freund. Auch ganz cool, dass mich die Pflanze nicht frisst. Meine Güte, kommst du jetzt mit, mein Freund? Wir brauchen nur noch einen. Ja, dann haben wir das schon mal zusammen. Na komm. Ist ein bisschen buggy? Ich hoffe nicht. Er kommt vielleicht mal hier lang. Okay. Komm in den sicheren Tod, mein Freund. Da hat er es hingespuckt. Das war's. Wir haben alle Kitzpurfelpanzer. Okay, und jetzt? Gehen wir runter zum Steg. Hat er irgendwas erzählt, von wegen wir müssen? Okay. Mit Harry spielen. Geh nicht ins wir Wasser. Wir müssen Seidenschnabel suchen. Los!
Warum? Stirbt er dann? Ich hoffe nicht. Gute. Jetzt fragen wir Hagrid nochmal, was wir machen sollen. Suchst du immer noch nach Feuersamen? Am anderen Ende des Schlosses steht ein brennender Busch. Du musst ihn einfrieren, um an die Samen zu kommen. Ob man Feuersamen vielleicht im Feuer findet? Kann Hermine damit... Oder ist es so ein Harry Potter-Ding? Nee. Sehr schön. Okay, wir suchen jetzt mal unseren brennenden Busch. Hier ist das Quidditch-Spiel da hinten fällt. Und wo ist es? Ach, da ist der brennende Busch. Alles klar. Easy. Ich glaube, hier finden wir Feuersamen. Okay, dann machen wir das draußen. Komm her. Bleib so lange hier bitte. Sein Schnabel. Vielen lieben Dank. Wir brauchen nur noch einen. Das war's. Wir haben alle Feuersamen. Ja, echt eine coole Mechanik. Oh, jetzt mit dem Schnee und so schon echt cool in der Musik. Hammer. Ein bisschen freue ich mich schon auf Weihnachten. Ich hoffe, wir werden bis Weihnachten noch nicht mit den Retro-Blinds durch sein und können uns da dann ein bisschen, ja, Harry Potter zu Weihnachten reinziehen. Das war's. Wir haben alle Billywigs. Ja, sogar ein mehr. Steigen wir mal ab. Fragen wir den Onkel mal hier. Hast du jetzt nicht Zaubertränke? Los, ach ja. Bevor Professor Snape merkt, dass du zu spät dran bist. Das war im Verlies, das geht ja noch. Aber wäre ich mal mit dem Vogel geflogen? Guck mal, da ist Ronald. Los, gehen wir.
Ja, Ronald. Wir sind doch dabei. Ich möchte irgendwie mit Harry Potter zu spät kommen. Hermine, die hat so einen guten Ruf. Da macht's mir weniger aus, wenn wir mit Harry Potter zu spät kommen. Aber wir waren noch gar nicht bei diesem Ladebildschirm, das wird bestimmt jetzt kommen. Zum Glück ist ja noch keiner reingegangen. Und mit diesen Zutaten stellen wir ein Spezialgegengift her, das zum Beispiel bei Doxybissen verwendet werden kann. Ich möchte euch bitten, für die nächste Stunde die folgenden Zaubertrankzutaten zu sammeln. Fliegende Seepferdchen, Doxy-Eier, geröstete Libellenkörper und Feenflügel. Okay. Wir brauchen diese Zutaten für den Unverwundbarkeitstrank. Ihr könnt gehen. Cool, das war's. Ich hab jetzt alte Runen. Geht ihr zu Zauberkünste? Wir treffen uns dort. Was redet sie da? Mir gefällt's hier unten nicht. Gehen wir? Ja. Ron, der ist auch im Spiel ist er ein bisschen... Naja. Pflegeleicht ist der falsche Begriff. Anspruchsvoll. Wir nennen ihn mal anspruchsvoll. Fordernd. Fordernd ist auch schön. Er ist sehr fordernd. Ach nee, Hogwarts Ländereien ist verkehrt abgebogen. Da müssen wir mal wieder zurück. So, es wird dann ja wahrscheinlich eher hochgehen und dann Zauberkunst. Vierte Etage. Bin ich mir gerade nur bedingt sicher, aber ich glaube schon. Vierte Etage. Aber zum Glück ist ja auch alles andere abgeschlossen. Zauberkunst, zweite Etage, ich habe nichts gemerkt. Okay, warte mal. Wenn wir jetzt einmal hier den... Ach, Kinder. Haben wir jetzt nicht Zauberkunst? Ach, guck mal, der kann Bohnen suchen. Ich dachte eigentlich eher, dass wir hier reinkommen. Okay. Vielleicht hier? Ach, egal. Komm, wir gehen jetzt zur Zauberkunst. Los, gehen wir. Hoffentlich muss ich nicht als Erster nach dem Zauber...
ist ihm wieder schlecht. Und dann ist Carpere Tractum sehr nützlich. Ah, er! Ihr könnt damit Dinge in eurem direkten Blickwinkel packen und in eure Richtung ziehen. Entschuldigung. Hermine, wärst du bitte so nett, Harry und Ron mit nach vorne zu bringen? Ihr müsst das Carpere Tractum Zauberbuch holen. Jetzt wird das wahrscheinlich kommen, was wir da sehen. Bossfight. Okay, zweimal eingefroren und dann abgeschossen. Alles klar. Das war jetzt so. Also, das war schon echt ein heftiger Bossfight. Da war an Harry Potter vorbeizukommen fast schwieriger. Was ist mit denen hier? Kann man nicht. Die sind nur Deko. Schade. Zumindest kann ich die nicht anvisieren. Machen wir ein bisschen kälter hier. Können wir wahrscheinlich dran ziehen. Ah, okay, ich verstehe. Verzieh dich, du nimmst den jetzt. Machen wir ein bisschen kalt, dann geht Ron da dran. Der lässt alles hier schön, so wie es ist. Ja. Also der größte Feind in diesem Spiel ist die Kamera. Ach, was soll das denn? Echt, jetzt hat er das losgelassen, oder was? Ich werd bekloppt, ey. Ja, prima hast du es gemacht, Ron. Alle sind so furchtbar stolz auf dich. Boah, ihr macht mich fertig, Kinder. Was soll denn das?
Es macht so einen Spaß, nicht? Fertig? Eins, zwei, drei. Ah! Oh, ja, toll. Okay. Gab es bei Destiny auch einen Bossfight, nur dass der hochgefahren ist, nicht runter, der Aufzug. In einem Raid. Ich glaube, der eine oder andere wird wissen, was ich meine, der Destiny, ich glaube Destiny 2 gespielt hat. Habe ich seinerzeit auch aktiv gespielt, aber irgendwann war das auch ein bisschen lost, ne? Tut mir leid. Und bis heute habe ich bei Destiny 2 immer noch nicht verstanden, wenn ich jetzt wieder einsteigen möchte, muss ich dann alle Addons kaufen, auch die, die ich nicht spielen kann. Und dann haben die diesen Vault, hinter dem die, diese Wallet, diese Content Wallet, ich glaube, so haben sie das genannt. Also, das ist schon ein bisschen schwierig. So, weiter geht's. Hier kommen wir natürlich nicht raus, weil wir Sachen machen müssen. Wahrscheinlich hier Schalter umlegen. Nein, müssen wir nicht, okay. Dann müssen wir hier irgendwas machen. Ach ja. Hermine lernt jetzt den 200. Zauberspruch. Und es ist auch ungewöhnlich. Hermine, kannst du dich da durchquetschen? Heute macht das Spiel das echt ein bisschen schwer. Na komm. Hey Hermine! Der Spalt scheint die richtige Größe für dich zu haben. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Du okay, vergisst das hat uns geklappt. Ja nicht, oder? Nö. Oh, schön. Reparos brauchen wir auf jeden Fall. Ja, wir werden schon mal anfangen mit dem Dungeon hier. Ob wir den am Ende des Tages zu Ende machen werden, weiß ich noch nicht. Schon 23 auf der Uhr. Okay. Das verstehe ich nicht. Müssen wir als erstes die Kette hier herstellen, die hier runterhängt? Wahrscheinlich, oder? Das kann sein. Nee. Okay. Ich meine, ich würde jetzt hier das, was ich am Anfang probiert habe, vielleicht jetzt. Okay.
Spannend. Ach so, wartet mal. Muss ich vielleicht erstmal den Boden hier machen? Ach doch, das ist bestimmt. Pass auf. Komisch, dass die gar nicht schwimmen können, ne? Gesundheit. Wir holen uns jetzt da drüben den Gryffindor. Hauspokal und drücken auf... Oh, okay. Das Wasser ist ein bisschen komisch dargestellt, in der Tat. Ich glaube, wir können da drüben auf den Knopf drücken. Und dann holen wir hier... Okay. So, dann holen wir hier Hagrid gleich. Ach, Hagrid. Holen wir die Jungs. Okay, wir holen die Jungs nicht. Okay, doch, wir holen die Jungs. Ja. Klopft er gerade? So, dann holen wir den noch hier, machen das einmal auf. Super. Sega.